Mein Name ist Katrin Petermann, ich bin Fachreferentin der Fachstelle für Suchtprävention Berlin und ich bin Diplompsychologin und koordiniere das Projekt Raus aus der Grauzone. In dem Projekt geht es um die Grauzone, die Eltern und Jugendliche erleben, wenn die Jugendlichen in die Pubertät kommen. Jugendliche verändern sich in dieser Zeit, sind nicht mehr so gut in Kontakt mit den Eltern und wenn ja solche Auffälligkeiten kommen, dann machen sich Eltern große Sorgen und wir sind für die Eltern da und unterstützen sie, diese Zeit gut zu überstehen, mit ihren Kindern in Kontakt zu bleiben und frühzeitig zu merken, wenn es dann doch nicht ausreicht, wenn sie andere Hilfen brauchen und dann bauen wir Brücken zu diesen Hilfen. Unser Problem war, dass der Sohn von meinem Lebensgefährten in eine Spielsucht abdriftete und die ganzen Probleme und Spannungen, die dadurch entstanden sind, haben uns selber stark belastet. Die Hilfen, die wir für ihn gefunden haben, war das eine. Jetzt ging es darum, dass wir Hilfe bekommen, damit wir einfach schauen können, wie kriegen wir das besser in den Griff, was machen wir richtig, was machen wir falsch. Darum haben wir nach Hilfen gesucht und die haben wir zum Glück hier gefunden. Wir wollen Jugendliche kompetent machen, stark machen, dass sie erst gar keine Sucht entwickeln, dass sie wissen, wie kann man sich davor schützen, wie kann man das auch erkennen und sie geben sich gegenseitig Rückmeldungen und beziehen auch diese Erfahrung aus der Erlebnispädagogik auf ihren Umgang mit Suchtmitteln oder mit digitalen Medien und nehmen dafür richtig viel mit für ihr weiteres Leben und für ihre Risikokompetenzen.